Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Im letzten Part haben wir hier in Sion Rao getroffen, die uns jetzt dann gleich beim Geisterschiff helfen will, dass wir dort gemeinsam reingehen können und dann dort die Schätze uns holen können. Allen voran diese Fuchsstäbe oder sowas, die wohl eine echt große Macht haben, sodass es dann Königin Himiko vielleicht schaffen kann, dass wir hier den ganzen bösen Nebel wegmachen können. Junge Amy, du bist ja ganz versessen drauf, der Braut zu helfen. Nun, ich konnte zu den beiden auch nicht Nein sagen. Aber wir sollten deswegen nicht unachtsam werden. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist diese vollbusige Braut eine Marionette von Himiko. Und wenn sie etwas Übles vorhaben, dann sollten wir diese Fuchsstäbe in unsere Hände bekommen, bevor sie es tun. Aber ich glaube, also ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass die Rao irgendwie böse Absichten hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Königin Himiko böse Absichten hat. Aber es ist halt alles gerade eine sehr blöde Situation hier, wegen dem Nebel. Und deswegen glaube ich schon, dass die jetzt, wie gesagt, nichts Böses im Schilde führen, die beiden. Ich hoffe zumindest auch mal. So, aber dann gehen wir gleich wieder zurück, weil hier in der Stadt, sowohl im Adelsviertel als auch im Wohnviertel, haben wir jetzt erstmal soweit alles erkundet, was ich hier erkunden wollte. Obwohl wir halt dann, das habe ich ja jetzt auch schon mehrmals erwähnt, obwohl wir dann, wenn der Nebel dann mal weg sein sollte, obwohl wir dann halt die ganze Stadt nochmal erkunden müssen, so ungefähr, oder halt zumindest die Orte, an denen wir zuvor nicht gewesen sind, vor allem dann immer die Ecken, weil relativ häufig sind an den Ecken verfluchte Zonen, wie zum Beispiel dann eben auch hier, da hinten, ja, und dann die Bäume muss ich dann auch alle zum Blühen bringen. Und wenn die Leute nicht mehr krank sind, dann haben sie vielleicht auch neue Quests für mich oder sowas. Deswegen, es wird dann auf jeden Fall noch einiges für uns zu tun geben, wenn dann der Nebel auch mal weg sein sollte. So, aber jetzt wieder erstmal hier zur Hiroshima-Küste, wo ja an sich eigentlich alles ganz schön aussieht. Obwohl ja hier auch die Situation alles andere als entspannt ist, muss man zugeben. Achso, genau, stimmt. Ich kann übrigens mal hier kurz was testen, was ihr mir schon geschrieben habt. Weil ich war ja bei diesem Kollegen hier ein bisschen verwirrt, weil der doch irgendwie seinen Hund oder sein Tier gesucht hat oder sowas, richtig? Wo man alles in der Welt ist, die Naba nur hin. Genau. Der Welpe, ja. Oder hat mich gerade Welpe genannt? Keine Ahnung. Aber ich kann ihm wohl anscheinend einfach irgendein Tier bringen. Und dann wird er mir ein paar weitere Infos geben oder so. Ich mach das deswegen mal. So, ist das hier die Naba? Was ich hier gerade habe, ich glaube es weniger, aber mal gucken. Was ist? Du versuchst mir zu sagen, dass du mir meinen Inaba zurückgebracht hast? Nein, nein. Inaba sieht viel besser aus. Er ist schwärzer und weißer. Und tolle Info. Und nun, er ist zu süß, um es beschreiben zu können. Wirklich. Ah ja, er ist schwärzer und weißer. Da habe ich jetzt natürlich voll die Ahnung. Ist es dann ein Zebra oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt mal kurz noch dann hier andere Tiere bringen. Weil vielleicht würde er bei jedem Tier halt dann immer auch ein bisschen andere Sachen sagen oder so. Ich habe keine Ahnung. Du glaubst, das ist Inaba? Nein, Inaba sieht viel besser aus. Schwärzer und weißer. Okay. Ja, ich meine, das ist jetzt schon gut, weil ich habe jetzt wenigstens einen Anhaltspunkt, so ein bisschen. Aber immer noch keinen so wirklich konkreten, ehrlich gesagt. Weil mir jetzt nicht spontan ein Tier einfällt, das wir schon getroffen haben, das sowohl viel schwarz als auch viel weiß hat. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aber ich lasse erstmal, ich werde aber mal das versuchen im Hinterkopf zu behalten. So, aber jetzt möchte ich erstmal wieder das kurz von hier oben aus dann Nacht machen. So, wenn ich dann hochkommen würde. So, okay. Alles klar, dass wir dann auch gleich in das Schiff wieder reingehen können. Und vielleicht ist dann Rao auch schon da oder sowas, weil sie hatte gesagt, dass sie auch selber herkommen würde. Und dann mit ihrer Hilfe gemeinsam werden wir uns dann hoffentlich diese Fuchsstäbe oder sowas da holen können. Mal schauen. So. Kann ich es auch skippen eigentlich? Das kennen wir. Kann ich aber nicht. Okay. Dann kennen wir ja schon die Animation hier. Aber dauert ja auch nicht lange. So, weg mit dem ganzen Wasser. Sehr gut. Okay. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich mal erneut an. Wir waren ja schon mal drin. Aber im ersten Mal war es nicht gerade von Erfolg gekrönt. Weil ich ja dann von diesem blöden Geister angegriffen wurde oder sowas. Und weil ich dann nicht wirklich weiterkam. Weil da auch so eine verfluchte Tür irgendwie oder sowas im Weg war. Aber erst dann gleich mit Raos Hilfe werden wir dann hoffentlich da auch weiterkommen können. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, also ist sie jetzt wirklich da? Steht sie jetzt einfach schon da rum? Oder hätte ich doch noch irgendwie auf sie warten sollen? Weil sie hat eigentlich gesagt, dass sie selber herkommen würde. Deswegen, ich vertraue mal auf sie. Aber ich sehe sie nicht vor mir. So, ja, die Tür ist im Weg. Ups, hab die Tür ja ganz vergessen. Okay, ja. Aber es gibt was Neues. Sie ist durch irgendeinen Fluch abgeschlossen. Ich wette, das Schätzchen wird nicht leicht zu brechen sein. Okay, da ist sie ja. Sehr gut. Amaterasu. Hey, sie ist gekommen. Mann, ey.
Köpfe, vollbusige Braut. Ach, ist und jetzt, bleib doch mal ruhig. Ihr seid beide schon hier. Tut mir leid, dass ich spät bin. Ja, nee, ich wundere mich, dass du so schnell sogar warst. Finde ich ziemlich cool. Meine politischen Verpflichtungen haben mich aufgehalten. Ist das hier das Schatzschiff, von dem ihr gesprochen habt, Braut? Ja, die Fuchsstäbe, die Königin Himiko sucht, sollten hier sein. Das Schiff wurde vom Wasserdrachen versenkt und ist jetzt voller Monster. Aber meine heiligen Kräfte können es leicht mit ein paar Dutzend Monstern aufnehmen. Es gibt keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Los geht's. Das ist ja alles schön und gut, Braut. Aber was ist mit dieser verfluchten Tür hier? Ja, gibt's da irgendwie eine Möglichkeit durchzukommen? Wurde sie so versiegelt, um Plünderer fernzuhalten? Oder ist es vielleicht der Fluch derer, die starben, als der Wasserdrache ihr Schiff versenkte? Das Ding ist mit einer immensen, bösen Kraft erfüllt. Also gibt es hier eine verfluchte Tür, um jeden am Betreten des Schiffs zu hindern. Ich verstehe. Was für ein netter, kleiner Trick. Da habt ihr recht. Wir sollten lieber einen anderen Weg hineinsuchen. Wow. Hm? Es ist an der Zeit, dass wir unsere Kräfte zusammenwerfen, Amaterasu. Es wird noch mehr versiegelte Sperren geben, wenn wir weiter hineingehen. Wenn wir zu ihnen kommen, dann werde ich mit einem Gebetsstreifen den Fluch brechen. Okay. Also wenn es dir nichts ausmacht... Wow. Okay, cool. Und wir haben wieder jemanden an Bord, quasi. Also, Amaterasu, das Anwenden der Gebetsstreifen ist meine Aufgabe. Aber ich würde deine Hilfe beim Zielen zu schätzen wissen. Keine Sorge, um was ich dich bitte, ist nicht schwierig. Ich nehme mal an, du weißt, wie man den Pinsel der Götter benutzt, nicht wahr? Ja, schon. Nutze diese Macht, um den Gebetsstreifen von meiner Hand aus ins Ziel zu lenken. Bist du echt so blöd zum Werfen, oder wie? Lass uns das einmal an dem Fluch der Tür, der die Tür versperrt, üben. Ja, okay. So. Hui! Schön. Fantastisch! Yay! Solange ich meine Gebetsstreifen habe, gibt es nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Nicht einmal vor Monstern. Genug geübt jetzt. Es warten große Schätze. Lass uns die Fuchsstäbe finden. Okay. Aber ich möchte ganz gerne nochmal speichern. Weil es ja jetzt doch so ein bisschen Mini-Dungeon-mäßig wirkt. Also ein richtiger Dungeon ist es, glaube ich, immer noch nicht. Aber halt so eine Art Mini-Dungeon dann oder sowas. Ja, mal gucken. So, ich muss mich auch vor Monstern nicht mehr fürchten. Oder wie? Kann ich die einfach direkt abwerfen? Ja, kann ich. Ach, ich krieg sogar dann gratis Dämonenszene von denen einfach so. Und ich muss nicht mal kämpfen. Das ist ja geschickt. Obwohl ich jetzt nochmal kurz neugierig bin. Ich will jetzt mal kurz nachgucken. Was passiert, wenn ich jetzt in den einfach reinlaufe? Dann zapft er meine Energie ab, oder wie? Ja, macht mir, glaube ich, langsam Schaden. Ich glaube, noch einmal, dann werde ich, glaube ich, endgültig Schaden nehmen, oder? Nehmen wir noch nicht. Oder ich darf aber nicht weiter, oder wie? Doch, weiter darf ich schon. Okay, das ist interessant. Also, ich brauche die Gebetsstreifen anscheinend doch nicht so wirklich, weil ich komme da auch so durch. Aber es ist natürlich mit denen geschickter, weil es schneller geht und weil ich auch noch Dämonenszene erhalte. Deswegen, ich sollte es schon so machen, logischerweise. Okay. Einige Wege hier, einige Schätze auch. Vielleicht finden wir da schon die Fuchsstäbe da drin. Einfach so. Wow, sieh nur diese Schatzkisten. Hehe, wir werden Millionäre sein, lange bevor wir diese Fuchsstäbe finden. So, ja, mal gucken. Aber ich habe halt nur diesen einen Raum hier, aber es ist halt ein riesengroßer Raum. Mit auch Verbindungsgassen zwischendurch und sowas. Aber dennoch dürfen wir das alles in diesem Part noch erkundet bekommen, hoffe ich zumindest mal. Es sei denn, es gibt noch mehrere Etagen hier, mal schauen. Bullenhorn erstmal. So. Was sag ich das da? Ist das eine Puppe? Oder ist es jemand, der lebt? Keine Ahnung. Göttlicher Gesandter. Schriftrolle enthält Informationen. Was bist du? Du bist irgendwie creepy, finde ich. Kann ich irgendwas machen mit dir? Ich kann den Kopf abschneiden, natürlich. Okay. Lass erstmal kurz lesen, vielleicht. So, Nummer 15. Als die bösen Geister sich erhoben, um die Welt zu zerstören, schwächten sie die gütigen Götter, die uns leiten. Ihre Kraft kann nur fortwähren durch den Glauben der Menschen. Ich, der legendäre heilige Bote und der sechste göttliche Gesandte, bin viele Jahre gereist und habe gepredigt für diesen Glauben.
Nur mein Stamm kann mit den Göttern sprechen und als heilige Boten das Wort der Götter im Land verbreiten. Wenn wir versagen, dann ist alles verloren. Mit meinem Pinsel verbreite ich die göttliche Botschaft. Mein Weg ist beschwerlich und voller Gefahren. Für das Wohl des Nächsten, der die Rolle des göttlichen Gesandten übernimmt, darf ich nicht ruhen noch rasten. Hm, okay. So, aber ich will erstmal weitere Schätze noch haben. So, nämlich hier einen heiligen Knochen M. Dankeschön. Und hier ist auch noch eine. Es gibt noch ein paar weitere, glaube ich, hier. Mit einfach nur Geld! What the fuck? Eine böse Truhehilfe. Kann ich gegen dich irgendwas... Ich meine, kann ich jetzt gegen die Gegner hier auch normal kämpfen eigentlich? Frage ich mich gerade. Okay, wenn ich das schneide, dann kriege ich sogar noch mehr Geld. Explodierst du gleich, oder wie? Tatsächlich, ja. Okay, also ich sollte so eine Truhe einfach häufiger immer wieder angreifen, weil solange sie nicht explodiert, kann ich anscheinend... Wow, was ist denn das eigentlich hier? Kann ich anscheinend immer wieder Geld bekommen. Irgendwie gibt es echt einige gruselige Sachen hier, finde ich. Was ist das für ein Ding? Hilfe! Was machst du? Was war das denn jetzt? Ich weiß nicht genau, was jetzt für einen Effekt hatte. Ob das mich einfach nur gruseln sollte? Oder ob das irgendeine andere Bedeutung hatte? Kann ich eigentlich die Puppe hier abwerfen übrigens? Geht das? Ja, schon. Das passiert aber nichts. Okay. Aber kann ich denn einfach eine Truhe jetzt auch so öffnen zum Beispiel? Mit dieser Methode? Okay, das geht. Hilfe. Ich erst mal kurz dich am besten gleich mal abwerfen. Was passiert dann? Krieg ich einfach auch mehr Geld. Okay, also ich sollte, wie gesagt, dann... Und ich muss bei der Explosion übrigens aufpassen. Ich sollte diesen Typen einfach immer wieder angreifen, egal mit was. Um dann noch mehr Geld zu erhalten. Okay. Und ein bisschen Heilung habe ich auch dringend. Ich brenne immer noch übrigens. Kann das bitte aufhören, das Feuer? Ui! Okay, hört wieder auf, alles klar. Aber ja, ein sehr, sehr interessanter Ort hier, wie ich finde. Vor allem, weil halt jetzt hier die Gegner und die ganzen Objekte und Mechanismen einfach ganz anders funktionieren als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Weil wir halt hier keine klassischen Kämpfe haben, sondern halt diese Geister, die uns hier verfolgen überall. Und deswegen ist allein deswegen, weil es halt so ganz anders ist, dieser Ort hier, als alles andere schon sehr interessant, wie ich finde. Okay. Gehen wir erstmal diesen Weg hier entlang. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, den ich aktuell wirklich entlang gehen kann. Was ist... Wow, hier. Okay, also es scheint auch wirklich einige Fallen hier zu geben, auf die ich aufpassen muss. Also wirklich ein sehr, sehr interessanter Ort hier. Die Frage ist, wie ich die Speere auslösen kann. Nur wenn ich wirklich direkt drüber laufe, oder wie? So wirkt das gerade. Kann ich die irgendwie schon frühzeitig auslösen, hier so? Ach, ich kann sie zerstören. Also natürlich auch, das ist natürlich optimal. Dann machen wir das am besten so, dass ich dann hier schön immer sicher voranlaufen kann. Obwohl es ja nicht so schwierig ist, weil ich meine, wenn ich ja an denen einfach vorbeilaufe, dann ist ja egal. Weil zum Beispiel jetzt der da oben, der würde mich ja treffen, wenn ich jetzt springen würde. Ah ne, er kommt da doch auch. Okay, alles klar, weil das war nämlich gerade meine Frage. Weil ich dachte nämlich gerade, dass die nur rauskommen würden, wenn ich auch direkt über sie drüber laufe oder so. Aber sie kommen schon auch dann raus, wenn sie mich treffen würden, auch wenn ich noch weiter von ihnen weg bin. Ja, okay. Also ist es schon sinnvoll, die zu zerstören, um dann eben sicher überall hinzukommen. Okay, alles klar. Gut. Das ist am besten natürlich auch. Ich habe ja relativ viel Tinte, deswegen ist eigentlich kein Problem. Ich will jetzt nicht jedes von denen zerstören, aber halt ein paar von... Boah, das war knapp übrigens. Ein paar von denen wenigstens. Die am Boden sind eigentlich in Ordnung. Außer vielleicht hier mal kurz. So. Und Batterie das nach. Okay, müssen dann nach dem Part aufladen. Alles klar. Wow, das sieht auch etwas gruselig aus, finde ich. Wir haben hier sogar einen recht großen Raum. Okay. Irgendwas passiert hier. Und zwar Krabbengegner. Okay, aber das sind jetzt ganz normale Gegner, anscheinend. Okay, ja, auch ganz normaler Kampfraum hier. So, erstmal draufhauen ein bisschen. Macht aber keinen Schaden. Ja, kann ich euch einfach so schon zerschneiden? Nein. Okay, wow, das ist eine fiese Attacke. Ihr müsst natürlich wieder erstmal herausfinden, was ich hier gegen euch eigentlich tun kann, um euch Schaden zu machen. Das ist erstmal einfach schön draufhauen häufiger. Und dann liegt er am Boden kurz. Kann ich jetzt zerschneiden? Ah, der ist jetzt schon tot einfach so. Achso, habe ich gar nicht gemerkt. Aber soll mir recht sein, na gut. Ich frage mich auch übrigens gerade, kann ich jetzt eigentlich auch wieder die Karten hier benutzen? Ich weiß nicht sicher. Also ich denke jetzt mal nicht, dass es wirklich zwingend erforderlich ist, das zu tun. Weil ich ja nicht jedes Mal bei weiteren Kämpfen die Rao dabei haben werde. Ne? Deswegen, das wird glaube ich nicht so viel dann bringen. Zerschneiden mal kurz testen. Nein, okay. Aber scheint dann sogar doch eigentlich vom Prinzip her in Ordnung zu sein, die Gegner. Zeit war sogar optimal, echt jetzt, okay. Doch in Ordnung zu sein, die Gegner, weil ich nämlich einfach nur halt häufiger draufhauen muss, bis ich halt dann irgendwann ihnen auch Schaden machen kann und das war es auch schon. Wow, das war es auch schon am Prinzip.
Das wackelt hier. Kann ich irgendwas machen damit? Vielleicht hier oben drauf eine Bombe liegen, aber die wird wahrscheinlich runterrollen, denke ich mal. Ja, okay. Dann werde ich es mal sein lassen. Obwohl es schon komisch aussieht, muss man zugeben. Weil irgendwie wirkt es so, als wäre darunter. Was ja schon irgendwie, weil... Also irgendwas verstopfen die ganzen Knochen. Und vielleicht kann ich dann da unten auch noch normalerweise hinkommen. Nee, ich werde es mal doch noch testen, wenn ich hier unten stehe. Dass ich dann die Bombe nicht drunter schubse. Ja, die ist drauf irgendwie. Ein bisschen schief, aber sie ist drauf. Bam. Bringt aber nichts. Na gut. Dann lassen wir es erstmal. Weil vielleicht wird das schon noch später irgendwas sein. Aber halt aktuell nicht. Deswegen werde ich es, wie gesagt, dann erstmal sein lassen. Oder ich meine, ich kann mal kurz hier die Karte austesten. So, hier einfach so nach oben irgendwie. Geht aber eh gar nicht mal. Okay. Dann, wie gesagt, lassen wir es. Und gehen dann weiter hier nach oben. Okay, jetzt gibt es auch wieder Kämpfchen hier. Aber normale Kämpfe halt. So. Oder Blödsinn, ist ja gar kein Kampf hier. Ist ja hier so ein Checkpoint, den ich hier habe. Genau, ich habe es gerade verwechselt, das Tor. Sorry. Aber hier ist wieder so ein Fluch. Und da werde ich aber auf jeden Fall dann wieder ihre Hilfe brauchen. Von Rao. So. Yay. Dankeschön. Und der Raum sieht auch interessant aus. Aber auch ziemlich cool. Also, ich muss zugeben, mir gefällt bisher das Schiff sehr. Weil es eben was ganz anderes ist. Ist das nicht schön? Sogar ein Schiff, das vom Wasser dran versenkt wurde, kann das Licht der Sterne genießen. Aber so sieht es im Schiff nur aus, solange Neumond ist. Sobald die Sonne aufgeht, steht das Schiff unter Wasser. Ja, das Schiff wurde von einem grausigen Schicksal ereilt. Okay, ich kann den Wasserstand ändern. Ich verstehe schon. Und das werde ich dann für einige Rätsel noch gebrauchen. Okay, also wird dann allein deswegen auch nicht so einfach werden, weil das habe ich ja auch schon mal im Let's Play, glaube ich, erwähnt und schon häufiger ansonsten auch gesagt. Dungeons, wo man den Wasserstand wechseln kann, sind meistens nicht so einfach. Aber ich hoffe, ich werde es dann hier hinkriegen. Was soll ich das hier? Kann ich irgendwas machen? Keine Ahnung, ansehen. Wow, sieh dir das mal an. Das Ding ist riesig. Sieht aus wie eine gewaltige Balkenwaage oder sowas. Ich frage mich, wozu man so etwas benutzt. Man kann nur auf eine Seite Gewichte tun. Das nenne ich mal ein unausgeglichenes Gleichgewicht. Okay. Ich denke mal, das Wasser wird dann mir gleich vielleicht ein bisschen helfen. Hier noch rum komme ich ja aktuell nicht. Okay. Ich denke jetzt auch mal, dass hier innerhalb des Schiffs die Zeit nicht von selber weitergeht, weil es ja eben so eine Art Mini-Dungeon hier ist und hier steht halt die Zeit still. Und wenn ich dann halt den Tag zur Nacht machen will, dann kann ich nicht warten, ich muss es selber erledigen. Deswegen machen wir das mal. So. Das Wasser kommt wieder. Das ist unmöglich. Es kann doch nicht Tagesanbruch sein. Das kann einfach nicht sein. Du steckst nicht dahinter, oder Amaterasu? Ja, doch schon. Deine Kräfte können sogar die Abläufe des Himmels kontrollieren. Ja, richtig. Achso, aber okay, ich dachte jetzt, dass dieser Raum hier auch geflutet werden würde. Aber so hoch reicht dann das Wasser. Okay, so ein bisschen schon. Bis hierhin reicht es. Ja. Bringt mir das jetzt denn irgendwas? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich zugeben. Ich kann doch das Wasser auch nicht mal anders hinbringen übrigens. Sehe ich gerade. Nochmal ansehen. Eine Balkenwaage. Auf der anderen Seite ist kein Gewicht. Ja, vielleicht muss ich auf die andere Seite erst ein Gewicht hinbringen. Aber ich weiß halt nicht wie aktuell. Okay, dann lasse ich es mal. Aber wir gehen nochmal zurück, weil jetzt haben wir ja hier durch das Wasser dann in den vorherigen Räumen dann vielleicht neue Möglichkeiten und können da neue Dinge anstellen. Okay, die ganzen Fässer und sowas kamen auch nach oben. Alles klar, irgendwas passiert hier. Mehr Gegner. Oh, da müssen wir jetzt im Wasser gegen die kämpfen, oder hier? Wow, was zum... Warum können die zu einem riesigen, ekligen Fisch fusionieren? Einfach so. Okay. Hi. ich will am besten hier auf den Plattformen stehen. Oh. Hilfe! Was macht der denn alles? Ich habe jetzt auch noch nicht so ganz eine Idee, wie ich jetzt gegen den vorgehen könnte. Weil zerschneiden bringt ja anscheinend nichts. Nein. Wasser auf ihn träufeln lassen. Bringt bestimmt was. Hat sogar was gebracht? Ah ja, okay, er kann übrigens das kaputt machen sogar hier. Den oberen Bereich. Auch interessant. Nein, Hilfe! Er ist aber halt auch nicht einfach gegen die zu kämpfen, weil ich eben halt hier stark im Nachteil bin, wenn hier so viel Wasser überall ist. Hilfe. Okay, jetzt ist er bin. Okay,
Okay, ich muss es schaffen, dass er seine Stampfattacke auf ein Objekt drauf macht oder sowas. Und dann kann ich ihn anscheinend angreifen. Oder? Nee. Doch. Ja, schon. Hä? Okay. Ich habe ihn jetzt treffen können. Ich habe ihn sogar zerschneiden können auch. Aber es hat irgendwie trotzdem... Ach, shit. Hat irgendwie trotzdem keinen Schaden gemacht. Okay, der hat's drauf, der Kollege hier. Das Problem ist auch, dass mir die meisten Fähigkeiten nichts bringen werden. Eine Bombe bringt mir hier gar nichts. Und die anderen sind jetzt ja für die Offensive eh nicht so geeignet. Ich weiß nicht genau. Aber jetzt ist er wieder benommen, ja. Muss ich jetzt was anderes machen als zerschneiden? Aber ich meine, zerschneiden ist doch nie verkehrt, oder? Wenn die Gegner grau leuchten, dann ist doch immer zerschneiden eine gute Idee. Eigentlich. Ja, Moment, machen wir kurz hier Zero-Button in die Nähe. Und draufhauen. Okay, jetzt hat er Schaden. Okay, jetzt nimmt er Schaden. Und er ist tot. Okay, nice. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie ist er tot. Und das ist gut so. Yay! Okay. Zeit war jetzt diesmal so miserabel. Okay. Alles klar. Na gut. So, und dafür ist dann auch dieser obere Teil da, weil das nämlich so ein bisschen halt auch für den Kampf benutzt wurde. Aber ansonsten, in anderen Sinn hat dann dieser Skeletthaufen erstmal nicht mehr, denke ich. Okay. So, und hier kam ich ja her. Ich will jetzt mal noch weiter zurückgehen. Wieder zum Anfangsraum. Weil der jetzt dann auch geflutet sein dürfte. Und vielleicht komme ich jetzt sogar da weiter nach oben irgendwie, weil ich konnte ja nur diesen Weg hier entlang gehen. Weil der Rest ja überall... Oh Gott. Könnt ihr mich immer noch treffen eigentlich, die Dinger hier bestimmt, oder? Weil der Rest ja überall geflutet... Na scheiße. Oh Gott. geflutet war. Oder halt nicht geflutet war, meine ich. Aber jetzt dann, wo es geflutet ist, komme ich jetzt dann vielleicht da auch wieder an neue Orte hin. Mal schauen. So, ein paar von denen mache ich weg, nicht alle, aber ein paar von denen wenigstens, die zu sehr im Weg sind. So. Ich habe jetzt dann doch schon hier einiges an Schaden genommen, weil eben hier nicht nur in den Kämpfen, sondern auch einfach nur beim Rumlaufen auch schon durch ein paar Sachen Schaden nehmen kann. Und die Kämpfe sind auch nicht so einfach, da wir auch einige neue Gegner hier haben. Deswegen hier werde ich dann, glaube ich, noch... Okay, ich komme jetzt hier weiter, genau. Hier werde ich dann, glaube ich, auch noch häufiger mal Schaden nehmen, vielleicht mal gucken. Und die blöden Puppen, die da im Wasser schwimmen, die finde ich immer noch total seltsam. Weil die doch irgendeine Bedeutung bestimmt haben, oder? Habe ich übrigens die Truhe da noch nie geöffnet, oder wie? Doch, habe ich schon. Keine Ahnung. Ja, da hinten ist auch wieder eine... Achso, okay. Oder es sind die Truhen, die halt gerade eben lebendig wurden. Und die sind jetzt wieder zu. Oder wie? Ist das so? Ja, könnte sein. Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall kommen wir hier nach oben und kommen da weiter. So, Checkpoint wieder. Und da ist eine große Kanone. Ah, und so ein Ding wieder. Also irgendwo gibt es hier auch wieder einen Schlüssel dann. Okay, also dauert dann doch noch ein bisschen länger. Und wie gesagt, ich dachte ja, dass wir vielleicht in diesem Part dann gleich hier alles erkunden könnten, weil es ja nur halt ein großer Raumkomplex ist. Aber dauert dann anscheinend doch noch ein bisschen länger. Und schaffen wir dann wohl doch erst im nächsten Part den Rest noch. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Mal schauen, wie weit wir jetzt noch kommen. So, ich habe hier drei Ziele, die ich dann treffen kann, oder so. Weil ich könnte sogar auch diesen Weg da weiter entlang gehen. Hier komme ich dann wieder zu einem ganz anderen Raum hin. Okay. Müssen wir jetzt kurz gucken, wie kann ich es nochmal... Okay, hier soll ich eine Bombe draufzeichnen, verstehe ich schon, ja. Geladen, sehr gut, und bam! Und das ist eine Truhe, okay. Und ich kann, glaube ich, durch... Kann ich durch Gewichtsverlagerung das bestimmen? Kann ich, ja, okay. Dadurch kann ich entscheiden, wohin geschossen werden soll. Das ist auch interessant. Jetzt dann gleich wird es ganz nach unten gehen, der Schuss. Bam. Okay, es war sogar zu weit unten. Also ich muss sogar das ein bisschen höher machen. Schnell, ein bisschen, ja. Und das passt, sehr gut. Ah, und da ist der Schlüssel, sehr gut. Alles klar. Aber ich will natürlich das mittlere auch noch aufmachen. Das mittlere Tor. Ich werde es schon mal reinwerfen, die Bombe. Aber ich glaube, es passt sogar schon relativ gut von der Ausrichtung. Bisschen höher, ein bisschen höher. Okay, passt sehr gut. Und da gibt es mehr Truhen. Yay. Oder halt eine weitere Truhe. Also können wir dann gleich hier uns auch einiges schon mitnehmen. Achso, okay. Aber um zum Schlüssel hinzu... Das ist ja interessant. Um zum Schlüssel hinzukommen, muss das Wasser wieder weggehen, oder? Ah, übrigens Fragment der Sonne. Das dritte. Das heißt, Solarenergie wird um eins erweitert. Yay. Ein Herzcontainer quasi. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall, komme ich denn jetzt an den Schlüssel überhaupt hin, während das Wasser da ist? Frage mich gerade eben. Weil wenn nicht, dann wäre das nämlich interessant.
Ich muss dann einmal kurz gucken. Wow. Okay, ich kann die auch sogar komplett zerstören, die Totenköpfe hier. Bam. Und dann was Sachen finden. Okay. So, komme ich da jetzt hin? Weil leider schwimmt er halt am Boden. Ich weiß nicht genau. Ja, Wasser bringt mir nichts. Ich glaube, ich komme da nicht hin, tatsächlich. Okay. Was heißt, dass ich das Wasser wieder irgendwie loswerden muss? Ja. Aber ich kann das nicht auf dem Rückweg machen, ne? Weil wenn ich auf dem Rückweg es wieder nachts mache, dann komme ich ja an diesen Ort gar nicht erst hin. Weil hier kam ich ja nur hin, weil ich hier den Wasserstand erhöht habe. Das heißt, dass ich jetzt dann erst hier in diesem Raum da vorne irgendwo dann auch... Oh, Geist übrigens, verdammt. Dann auch eine Möglichkeit finden muss... Oder finden kann, oder finden können muss, wie auch immer. Dämonenzahn. Dankeschön. Um dann dort es auch nachts zu machen. Aber da muss ich dann schon noch irgendwie auch einen Rückweg haben. Das muss eigentlich so sein, weil anders wüsste ich nicht, wie es gehen könnte. Mal schauen. So, dann mal ein paar Karten von dir hergeben. So, und auch noch hier. Und Dämonenzähne. Yay! Und habe ich alle von denen gekillt. Sehr schön. Okay. So, mal gucken, wo der Weg dann gleich hinführen wird. Aber wie gesagt, ich vermute ganz stark, dass wir dann gleich zu einem Ort hinkommen, wo ich auch wieder den Nachthimmel oder halt den Himmel im Allgemeinen sehen kann. Und von wo aus ich aber dann trotzdem auch wieder zurückkehren kann. Und eine Perlen gibt es auch hier. Ja, es war auch schon zu erwarten, dass hier auch ein oder zwei Perlen geben würde. So. Okay, mal schauen. Ja, da ist auf jeden Fall ein großer Raum vor uns. Und ich hoffe eben, dass wir dann dort auch den Himmel sehen können. Hilfe. What? Was ist das denn? Hilfe! So eine riesige, eklige Hand einfach. Was hat die jetzt gemacht? Okay. Und sollte ich der einfach ausweichen? Oder hätte ich die auch irgendwie angreifen können gerade? Und kommt die wieder? Ist auch meine Frage. Ne, die kam nur einmal anscheinend. Okay. Sehr interessant. Aber na gut. So, und hier haben wir auch ein paar seltsame Sachen. Was ist das da im Wasser? Es bewegt sich auf jeden Fall. Das sieht auch mega eklig aus. Will ich mal kurz erwähnen übrigens. Ja, und wieder so eine eklige Hand. Kann ich gegen dich jetzt irgendwas machen eigentlich? Hand? Hallo? Bam. Ne, kann ich nicht, aber sie kann mich zerquetschen. Okay, vielleicht kommen die Hände... Ach du Scheiße. Die kommen da immer raus. Hä, was machen die gerade? Okay. Wenn ich im Wasser bin... was geht hier eigentlich gerade an? Ich check gar nichts mehr. Wenn ich im Wasser bin, dann will die mich anscheinend dann hier greifen. Ja, okay. Also hier im Wasser zu sein ist eine schlechte Idee, weil überall das Ding hier ist. Ja, das nervt mich auch gerade ziemlich stark. Kann ich irgendwas gegen dich unternehmen? Vielleicht die Bombe hier in die Hand rein? Bam. Oder Bombe in dein Maul rein oder sowas? Irgendwie? Nee. Oder mit den Dingern vielleicht? Ja, vielleicht direkt über denen sein. Dass du dann so ein Ding aufnimmst in die Hand. Das geht aber nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie wirkt es schon so, als könnte ich gegen die Hand schon auch irgendwas unternehmen, aber ich weiß ja nicht, was aktuell. Na, ich werde es mal sein lassen, ne? Ja, vielleicht kann ich... Alter, kann ich auch nur von hier oben aus was machen? Was machst denn du alles? Ach man, ey, okay. Nee, weil jetzt wirkt es doch so, als könnte ich noch nichts machen gegen dich, weil ich nämlich dann diese Sequenz hier auch so cool machen soll. Aber irgendwie kann ich dann diese blöde Hand da bestimmt noch zerstören. Aber ich weiß halt aktuell nicht genau wie. Okay, ja, ich weiß schon, Batterieleistung ist schon gut. Ja, Hilfe, weg hier. Hilfe, okay. Ich muss ja einfach immer schön den Händen ausweichen. Aber eine sehr, sehr interessante Idee. Okay, jetzt bin ich übrigens hier, will ich mal kurz erwähnen, auf der anderen Seite. Und da unten ist auch noch eine Truhe. Ja, ich hoffe, ich denke dran, mir die beim Rückweg zu holen. Ich habe jetzt da keinen Bock, dann nochmal da entlang zu laufen. Ich hoffe, ich denke dann dran. Aber was kann ich jetzt mit der Balkenwaage da machen? Ach, jetzt bin ich hier oben. Okay. Kann ich jetzt von hier aus irgendwas machen? Okay, kann ich glaube ich nicht. Aber ich kann ja das Fenster von hier aus oder halt das Loch aussehen. Deswegen, ich könnte jetzt von hier die Tageszeit wechseln und dann eben zurücklaufen. Das würde also gehen. Ja. Aber ich frage mich immer noch, was es dann mit der Balkenwaage da auf sich hat. Und habe ich da nicht irgendwas... Ach, da oben. Ah, okay. Ich kann schon was machen. Moment. Weil da oben ist nämlich ein Fass. Und das wird dann genau da drauf rollen. Ich mach's mal. Oder auch nicht. Okay, ich dachte, das würde schon ausreichen, damit es dann leichter hinfällt, aber anscheinend noch nicht. Und kann ich jetzt bitte entlanglaufen, ohne dass mich die nerven? Ja. Aber Hilfe! Ja, oder auch nicht. Es sieht aber sehr interessant aus. Gegen so eine riesige Hand, die wir hier kämpfen müssen. Ja, ich will jetzt... Okay, ich kann nicht einfach rollen hier. Ja. Oh Gott.
Also es ist wirklich sehr, 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 sehr interessante Mechaniken hier, wie ich finde. Okay, ich kann dich hier auch noch rollen. Ich muss eben jetzt ein bisschen auf die Hand aufpassen. Aber ich kann dich hier entlang rollen und dich dann da reinhauen. Und es wirkt auch so, als wäre das richtig, was ich hier tue. So. Sehr gut. Okay. Und jetzt haben wir hier ein Gleichgewicht. Aber okay, ich kann jetzt dann eben, wenn ich draufstehe, das selber bestimmen. Ja. Okay, ich komme jetzt auch zur Truhe hin übrigens. Aber da wäre ich ja davor auch schon hingekommen, wenn ich einfach hier oben runterspringe. Also das ist eben das Problem. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was mir das jetzt eigentlich bringt, dass ich jetzt dann diese Balkenwaage wieder so halbwegs funktionstüchtig gemacht habe. Weil ich nicht genau weiß, was die eigentlich auslöst. Ich dachte, dass sie vielleicht mit dem Tor irgendwie zusammenhängen würde. Und dass ich das vielleicht öffnen kann, wenn ich halt die richtige Seite nach unten packe. Aber anscheinend ja doch nicht. Und was mit den Fässern, also mit den Stachelfässern hier auf sich hat. Und auch mit der Hand und diesem ekligen Monster da, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Also es gibt vor allem hier in diesem Raum noch einige Fragen, die sich mir stellen, die ich jetzt noch aktuell nicht so ganz erklären kann. Muss ich sagen. Aber ich werde erstmal nochmal hier kurz entlang gehen. Und dann ist eben gleich von da oben aus dann die Tageszeit ändern. Weil ich ja das anscheinend tun muss. Und dann muss ich, oder will ich halt wieder da zurücklaufen. Aber wie gesagt, was mir das eigentlich gebracht hat, das weiß ich nicht, weil ich meine, das wirkte ja schon richtig, was ich da getan habe, aber was es mir brachte, das weiß ich eben nicht genau. Keine Ahnung. Aber ich will mal noch kurz hier, oder ich meine, kannst du überhaupt von hier aus machen? Das wollte ich, im Mond will ich zeichnen, richtig? Okay, es geht nämlich gar nicht, weil es Gitter im Weg ist, okay. Also ich muss sogar nach unten. Okay, jetzt mal kurz überlegen. Kann ich da jetzt dann gleich irgendwas anstellen? Ja, ich werde erstmal nach unten springen. Weil ich glaube, es wird nämlich schon funktionieren, fällt mir gerade auf. Weil, wenn es dann gleich das Wasser weggeht, dann wird ja das rechte Fass nach unten gehen, weil ja das Wasser nicht mehr da ist. Aber du hast ja hier überall Boden um dich herum. Du bist ja eh so ein bisschen eingequetscht. Deswegen, du wirst dann vielleicht einfach hier an der Ordnungsstelle bleiben. Oder halt, du wirst dann nach oben gehen, will ich damit sagen. Das rechte wird nach unten gehen, weil das Wasser wegfällt. Und das linke wird dann dadurch ansteigen, sodass wir dann auch selber hier nach oben gehen können, dass wir dann auch diesen Rückweg jetzt haben. Oder? Wir schauen mal kurz. Aha. Okay, ich hab's doch verstanden, wie es funktioniert. Sehr gut. Okay, es wackelt auch ein bisschen hin und her. Aber ich komme auf jeden Fall jetzt dann damit hier nach oben. Genau. Weil der Rückweg wäre ja nicht möglich gewesen, weil jetzt ja das Wasser wieder weg ist. Aber ich brauche ja zwingend kein Wasser, um zum Schlüssel auch hinkommen zu können. Und deswegen muss ich jetzt dann diesen Weg hier nehmen. Deswegen war schon alles richtig, was wir gemacht haben. Okay, sehr gut. So, jetzt ist jetzt auch das blöde Handmonster hier weg. Weil es nur im Wasser leben kann, oder wie? Nee, ist sogar immer noch da. Aber vielleicht können wir dich jetzt bekämpfen. Ich gehe mal einfach auf dich drauf. Oh Gott, habe ich nur mal Schaden. Aber das ist sehr eklig, das Teil. Immer noch. Ja, vielleicht die Fässer jetzt in dich reinschieben oder so, geht das? Nee. Oder, okay, das hat eine ziemlich große Hitbox auch. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Aber irgendwas kann ich jetzt hier noch tun. Ich würde es doch ganz gerne herausfinden wollen, was ich hier tun kann. Achso, oder ich stelle mich wieder einfach, drauf, richtig. Und werde es jetzt dahin rollen. Zu ihm, ja. Und dich damit überrollen. Mit dem Ding. Okay, das macht Schaden, sehr gut. Okay, einfach hier oben drauf bleiben. Und schön rollen. Ja, ich werde mal das zweite am besten einfach auch noch benutzen. Doppelt hält besser. So. Ja, ich wollte nicht runterfallen, Hilfe. Aufpassen. Aber kann ich dich damit jetzt töten? Okay, kann ich, ja. Es gibt 50 Erfahrungspunkte gibt es sogar. Okay, cool. Sehr schön. Also ihr habt das mal auch das Rätsel Lösung, um dann das Vieh zu besiegen. Okay, ja, doch, wirklich ganz coole Ideen hier. Also wie gesagt, bisher gefällt mir dieser Mini-Dungeon hier wirklich sehr gut. Echt coole Ideen hier, wie ich finde. Okay. So, und dann waren wir jetzt ja schon in den allermeisten Räumen drin. Ja, der einzige wirkliche Raum, der noch fehlt, ist halt der, wo wir jetzt dann gleich reingehen. Deswegen haben wir jetzt dann doch anscheinend noch hier den Großteil des Dungeons dann zumindest hier schon mal abschließen können. Weil jetzt dann eben nur noch das da unten dann fehlt. Okay. Ich habe noch den Schlüssel vielleicht schnell einfügen. Das werde ich noch kurz machen. Aber dann dahin durchgehen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Weil ich meine, also auf jeden Fall komme ich da auch zu dem Raumkomplex hin, wo wir gerade eben schon irgendwie waren. So, mein Lieber, es tut mir leid. Aber halt jetzt ein bisschen höher oder tiefer gelegen.
tiefer, oder ja eigentlich höher, weil es hier auch nach oben geht. Höher ein bisschen. Deswegen ist es dann schon ein anderer Raum. Und was es aber dann dahinter erwarten wird, das werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Okami HD. Beim nächsten Mal geht's dann hier in dem Piratenschiff oder Schatzschiff. Ich wollte kurz sagen, wie heißt das offiziell eigentlich? Hat es einen Namen, das Ding hier? Versunkenes Schiff heißt offiziell, okay, alles klar. Im versunkenen Schiff wird es auf jeden Fall dann beim nächsten Mal noch weitergehen. Aber ich denke mal, das sollten wir dann auch abschließen können, weil ja jetzt dann, zumindest so wie es aktuell aussieht, nur noch dieser eine Raum da direkt vor uns fehlt, weil überall ansonsten waren wir ja jetzt, glaube ich, schon. Aber ich meine, vielleicht kommen wir auch von da aus dann noch zum zweiten Geschoss oder sowas und das geht doch noch weiter, das könnte schon aus sein, keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass wir beim nächsten Mal dann das versunkene Schiff hier abschließen können und dass wir dann vielleicht hoffentlich auch schon diese Fuchsstäbe da finden können. Mal gucken, ob das dann beim nächsten Mal wirklich so alles klappen wird. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.